In die ersten Tage nach einem Hüftgelenkersatz sind sicherlich nicht so wie normalerweise, weil man Schmerzen hat unter Umständen, die aber schnell besser werden und dann wird auch die Beweglichkeit schnell besser. Und im Idealfall ist man über einen Zeitraum von 6 bis 12 Wochen wieder so weit belastbar, dass man sich im normalen Alltag bewegen kann und es so ähnlich ist wie früher. Natürlich sind die Schmerzen, die ursprünglich durch den Gelenkverschleiß gekommen sind, nicht mehr vorhanden. Die Bewegungsstörungen, die durch den Gelenkverschleiß kamen, sind dann eben auch beseitigt durch die Operation. So ein künstliches Gelenk bringt aber mit sich, dass man letztendlich so ein bisschen darauf aufpassen muss, weil man eben schauen muss, dass man mit diesem Gelenk, und das ist letztendlich ein Gelenk aus zwei metallenen Anteilen normalerweise, einem Hüftkopf und einem Pfanneneinsatz, dass man damit pfleglich umgeht und dass diese Gelenke nicht gut vertragen sind, Stöße oder starke Krafteinleitungen, die über die Beine oder über den Rumpf kommen. Also wenn Sie aus größeren Höhen springen, runterspringen und auf dem Bein landen, dann entsteht ein Stoß in dem Gelenk und das wird automatisch über das Hüftgelenk übertragen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn dann die ganze Kraft, das ganze Gewicht des Menschen nur über so einen relativ kleinen Hüftkopf übertragen wird, dass das doch schon eine relativ große Gewalteinwirkung ist. Und insofern muss man eben auf das Gelenk aufpassen und schauen, dass es sich nicht frühzeitig lockert. Und auch nach dem Gelenkersatz ist es sicherlich sinnvoll, wenn man schaut, dass das Körpergewicht im Rahmen bleibt oder vielleicht auch wieder in den Rahmen zurückgeführt wird, weil letztendlich das Gewicht, was man dem Gelenk ersparen kann, dazu führt, dass es eben länger hält.